Guten Tag und recht herzlich willkommen. Ja, ich war mal wieder fleißig. Ich habe hier einige Weidenkörbe hergestellt, einige Steinmesser. Und ich würde sagen, wir gehen das Ganze jetzt mal verkaufen. 93 Kilo. Ich glaube, wir machen uns doch ein bisschen leichter. Sind die? So. Können wir zwar noch nicht sprinten, aber ein bisschen leichter. Das Essen können wir auch. Und dann müssen wir halt ein zweites Mal laufen. So, Trockenfleisch habe ich nicht. Vielleicht auch was trinken. Ich weiß gar nicht, ob man durch Trockenfleisch mehr Durst bekommt. Wäre möglich. Bei Salzfleisch ist es definitiv so. Ja, es gibt hier... Es gibt so viel zu wissen in dem Spiel hier, das ist echt brutal. Also, man muss nicht alles wissen, man kann auch vieles annehmen. Man kommt trotzdem durch das Spiel durch, aber... Weil dann halt hin und wieder Sachen erfährt, ist einfach zu krass. Wie detailliert hier alles aufgebaut ist. So, ja, ich habe dir Weidenkörbe. 288. Steinmesser. 264. Damit haben wir 1000 Münzen. It was nice seeing you. Ja, ebenso. Ja, aber... Wie viel braucht man? 2000 und es werden noch mehr. Immer. Ich habe da noch Stöcke über 300. Wenn ich hier schon die Steinchen sehe. War ich vorher einfach nicht gucken. Dann nehmen wir die einfach mal mit, hätte ich gesagt. Da liegen auch noch welche. Kann ich wieder ein paar Messer mehr herstellen. Ich glaube, die paar Steine, die wir jetzt gesammelt haben, die müssten schon wieder für Messer reichen im Wert von 250 Münzen. Ah ja, hier habe ich geschlafen. Lagerfeuer. Laden wir nochmal ein paar Stücke hier zu mir rüber. Und ja, jetzt müsst ihr kurz mal euch gedulden für 30 Sekunden, bis die Messer hergestellt sind. Währenddessen kann ich ja mal überlegen. Zu Alvin brauche ich jetzt nicht gehen. Wir können die Messer und die Körbe gleich voll verkaufen. Die restlichen Stücke lassen wir hier. Dann geht's wieder auf zurück ins Dorf. Moment, wir können schauen, ob da oben noch eine Dame dann her ist, der bei uns arbeiten möchte. Für die Holzfällerhütte. Oder vielleicht auch drüben in Ustoria. Das müssen wir gleich machen, das dürfen wir nicht vergessen. Dann können wir nach Hause gehen. Und können im Dorf noch ein bisschen... Ja... Einmal kontrollieren, ob alles läuft. Genau. So, die Körbe wieder mitnehmen. Ein Mann, eine Frau. Schauen wir mal, ob es was Tolles gibt. Ich habe inzwischen schon alle abgeworben. Gibt fast niemand mehr, der irgendwo arbeitslos rumsitzt. Gehen wir da rein. Nochmal der Falibor. I've been a vendor since before you could walk.
Alles klar. Ja, klar. So. Waren es halt einfach nochmal gute 600 Münzen. Ich denke 1200 brauchen wir vielleicht noch und dann haben wir alles zusammen. Kein Reisender hier. Alles zusammen für die nächsten Steuern. Ja, kein Reisender hier. Ich war ja noch gar nicht so lange her, dass ich hier rumgelaufen bin. Dann war ich in Lesnica und Initia. Kurzem war ich in Hornica. Bei Kestrel nochmal. Und ich habe alle mit irgendeinem Dreier-Stat mitgenommen. Ich glaube, in einem Dorf musste ich eine Person sitzen lassen. Weil ich zu viele männliche Arbeiter hatte, glaube ich. Ja. Wenn das jetzt hier ein Multiplayer wäre, da noch eine zweite Person da wäre, die würde jetzt dumm reinschauen hier. Na, hier sitzt nicht mal jemand. Ja, können wir direkt weitergehen. Ja, das heißt, ich habe jetzt quasi meine Hütte gebaut, meine Holzhütte, mein Haus. Aber wird einfach nichts passieren. Können wir kurz hier vorbeischauen. Da ist ja unsere Tonfabrik, unsere Tongrube. Ja, den habe ich, glaube ich, da rein. Weil ich ihn nicht tragen konnte. Aber ist noch alles heile hier. Wunderbar. Ich glaube, hier könnte man auch ganz gut Steine erbauen. Aber gut, ich habe erstmal aktuell eine Stelle, wo ich Steine herbekomme. Wenn man hier mal nochmal durch den Wald durch. Wir lieben ja die Gefahr. Wo ist denn die Wildsau? So, stimmt, das ist der Weg. Jetzt kommen wir erst ins Wildsaugebiet. Dum, dum, dum. Mal hierher. Nichts da. Gut, wäre auch zu OP, wenn da ständig irgendwas wäre. Ich denke, mit den zweimal, wo da was war, hatte ich jetzt schon echt Glück. Also für alle, wo nicht wissen, von was ich rede, ich meine ein Banditenlager, ein verlassenes. Komm her. Gut, da läuft alles. So. Landwirtschaft. Feld 1. Ist ja schon wieder gedüngt. Nee. Feld 1, Feld 2. Hier ist so wenig Platz gelassen. Krass. Ja, aber man erkennt es hier, die Lücke. Ein Feld müsste noch gehen. Würde ich sagen, zeichnen wir direkt mal an. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Und ich weiß nicht, ich hätte hier irgendwie gesagt, ich mache hier auch noch quadratische Felder draus, aber... Vielleicht das ja, dass wir nochmal einreißen. Wir müssen halt einen Zeitpunkt erwischen, wenn es noch nicht gepflügt ist. Wenn wir das hier auf die Größe machen, dass es bis hier hingeht und hier so rüber. Und so breit ist wie das untere. Dann machen wir hier oberhalb nochmal eins hin. Oder wir verlängern die Baumreihe da runter, das geht auch. Ich glaube, dann können wir es so lassen. Dann haben wir 4, 5, 6, 7 verschiedene Felder. Wie viele verschiedene Sorten hatten wir denn hier nochmal? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, okay, bräuchten da noch 2 Felder. Da schauen wir dann mal, wo die landwirtschaftliche Hütte 2 hinkommt. Kommen die hier daneben? Hat die eine höhere Reichweite? Das wäre eine interessante Frage. Das weiß ich jetzt nicht. Die hätte eine gewisse Reichweite und wenn man außerhalb der Reichweite baut, dann erntet man da nicht so viel. Wie ist es mit der Landwirtschaft 2? Habe ich keinen Hammer mehr. Werkzeug, um einen Hammer zu bauen. Sicher kein Hammer. Kommt ein Test. Ach ja, nee, ich versuch's nicht. Ich weiß nicht, ob ich die fällen kann, aber ich will's ja auch nicht fällen. Brauch's ja noch. Aber da stand auch kein 100% dran, von dem her denke ich, kann man sie gar nicht fällen. So. Hammer. Ja was, wir bauen einfach direkt nochmal ein Häuschen. Komm. Hallo. So. So, der ist immer noch nicht durch. Ich dachte, der war schon durch. Zack, zack, zack. Ich weiß, dass ich nur schlagen kann, wenn der Birke steht, aber wenn Birke neben dem Stamm steht, ist auch ein bisschen seltsam. So. So, der Hammer ist wieder nicht zugewiesen, weil der neu ist. So, dann Häuschen. So hätte ich gesagt. Dann kommen die nächsten hier runter zu Sinn. Stück.
Frage, habe ich genug Holzstämme fehlen? 1, 2, 3, 6, 7, 8 und 4. Also 12. Holzstämme. Machen wir da ein bisschen was raus. Das heißt, die Fichte gibt 3, machen wir 4 Fichten und haben wir's. Dass ich tragen kann. Damit haben wir auf alle Fälle 9. Mach mal den hier. Genau, ich muss eh gleich Stroh holen. Entschuldigung. Was ich nicht gerufen habe, Baumfeld. Dann nimmst du den jetzt mit oder was? Hallo? Ach du Stein, das finde ich ja toll. Oder Stöcke oder sonst was, können wir beides brauchen. So, machen wir kurz mal Speed ran außen rum. Boom, boom, boom. Ist dran. Weiter geht's. Mehr Kraut schon vor der riesen Palisadenwall ums Dorf rum. Das wird ein Haufen Holz benötigen. Das weiß ich jetzt schon. Stücke habe ich. Können wir direkt schon mal reparieren. Auch noch. Alles kaputt hier. Ja, ja. Ach, da kann ich ja gar nicht durch. Bum, bum. So. Ganz normal wieder. Schneller. Er boostet schon ganz gut. Dann hat man ein bisschen mehr was von seiner Ausdauer, die man sich mühsam angespart hat. Bin ja gefühlt eh dauerhaft am Sprinten hier. Geht es euch auch so? Also das normale Laufen ist mir schon viel zu langsam inzwischen. Ich habe mich so an das Sprinten gewöhnt. Normal laufe, dann komme ich mir schon vor, wie wenn ich eine Schnecke wäre oder so. Ja, das reicht voll alles. 2, 3, 4 und ich noch. So. Damit steht es hier auch. Und da kommen dann so kleine, ja, Gemeinschaftsgärtchen davor. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich den Weg genau ziehen werde.
So, aber ist schon wieder spät am Abend. Ich würde sagen, ich gehe wieder in den Wald. Stöcke sammeln, Werkzeug machen. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Iltis. Ciao, ciao.